Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videoblog. Ich wollte jetzt eigentlich joggen gehen, aber dann ist mir eingefallen, ich muss das Video noch machen. Und dann dachte ich mir, wenn du jetzt joggen gehst und es danach machen willst, das wird eh nichts, vergiss du wieder. Also mache ich jetzt schnell das Video und während ich dann joggen bin, kann es rendern und mir tut meine linke Zunge weh, weil ich mir gestern ganz eklig draufgebissen habe. Meine linke Zunge vor allem, ich hatte nämlich mehrere. Die linke Seite meiner Zunge tut mir weh, weil ich draufgebissen habe. Habe ich mir auch gefallen, dass ich voll krasse schwarze Augen habe, wenn das Licht so ist. Geil, oder? Wenn ich direkt in die Kamera gucke, dann seht ihr es vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Wenn ich in die Kamera gucke, dann kann ich mich nicht selber sehen auf dem Monitor. Schwarz. Egal, kommen wir jetzt mal zum Fußball, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit bis Freitag, aber ich dachte mir, du machst einfach heute das Video und ich versuche es auch heute rauszuhauen, weil es sonst wieder Rotz wird. Und ich habe wieder vergessen oder so, deswegen... Jetzt auch noch vorm Joggen. Also, die letzten Spiele waren Schweden gegen Schweiz und Kolumbien gegen England. Schweden gegen Schweiz, also erstmal sind beide Spiele genauso ausgegangen, wie ich es nicht erwartet habe oder gehofft habe. Ich meine, es waren Spiele, die konnten, denke ich, auf beiden Seiten hin oder her ausgehen. Also Schweden, Schweiz hatte ich natürlich auf Schweiz getippt, 1-0. Die haben dann, wann haben die denn eine rote Karte bekommen? Hä? Michael Lang, in der 94. Minute habe ich gar nicht mitbekommen. Ich meine, da war das Spiel eh schon vorbei, aber habe ich nicht mitbekommen. Ja, egal, auf jeden Fall haben wir hier ein 1-0 von Schweden und ich habe auf die Schweiz getippt. Schweden hat gut gespielt, es war trotzdem ein relativ es war eigentlich so, wie ich es erwartet habe, ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Toren und wo halt auf der einen oder auf der anderen Seite ausgehen kann und naja, es ist dann halt für Schweden ausgegangen. Ich hätte den Schweizern mehr gewünscht als den Schwednern, als den Schwednern, als den Schweden, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich böse darüber, dass jetzt Schweden gewonnen hat. Forsberg, unser Leipziger Spieler, der hat quasi das Spiel entschieden und ich kann gar nicht so richtig sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass ich mehr so die Schweden als das spielerisch etwas stärkere Team gesehen habe, aber ich gucke mir gerade die Statistik an und die spricht eigentlich eher für die Schweiz, das wundert mich gerade so ein bisschen, eigentlich spricht sie sogar stark für die Schweiz. 12 zu 18 Torschüsse für die Schweiz, 3 für 4, nee Quatsch, 12 zu 18 Schüsse für die Schweiz, 3 zu 4 Torschüsse für die Schweiz, 32 zu 68% Ballbesitz für die Schweiz und 3 zu 11 Eckbälle für die Schweiz, also die Statistik ist eigentlich schon eher für die Schweiz, aber ich dachte eigentlich schon, dass Schweden das etwas bessere Team war. Wenn jetzt Schweden Weltmeister wird, dann wären wir das einzige Team, das Schweden in dieser Weltmeisterschaft besiegt hat. Das heißt, wir wären besser als der Weltmeister. Das heißt, wir wären eigentlich wieder Weltmeister. Aber ich glaube nicht, dass Schweden Weltmeister wird. Aber es wäre lustig, weil dann wären wir, wie gesagt, die einzigen. Und was ich jetzt weiß, ist, Schweden stand schon mal gegen Brasilien im Finale. Ist das schon 1000 Jahre her, aber das wusste ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass Schweden schon mal in dem Finale war. Krass. Kolumbien gegen England, auch das Spiel habe ich ja schon so bewertet oder vorausgesehen, wie es ungefähr ausgegangen ist, nämlich, dass es ein knappes Spiel wird. Es ist ja auch ein knappes Spiel gewesen. Und ich habe halt auf Kolumbien getippt. Das war ja auch nicht so weit weg davon, dass Kolumbien gewinnt, aber die verkackt dann doch noch. England gewinnt und ich denke auch verdient. Also auch hier hatte ich das Gefühl, dass es verdient war, dass Schweden, dass England gewinnt. Ich meine, die haben im Elfmeterschießen gewonnen, das erste Mal. Das ist im vierten Anlauf, im vierten Versuch eines Elfmeterschießens in der Weltmeisterschaft haben sie das dann auch geschafft und gewonnen. Ich bin echt gespannt, ob jetzt der Fluch gebrochen ist oder so, dass es nur eine Ausnahme war, die beim nächsten Mal wieder verlieren. Ich meine, Kolumbien war auch kurz davor zu gewinnen, deswegen... Naja, also das war wieder... Ach, Mann. Eigentlich war, also die meisten Elfmeter waren echt gut geschossen. Dann hat man wieder das Problem, also dann war ja sogar Kolumbien also Kolumbien hatte dann sogar den Vorteil gehabt im Elfmeterschießen, hat ihn dann aber wieder verschenkt und dann war es glaube ich wieder vorm letzten Elfmeter von Kolumbien habe ich halt schon gedacht, das wird jetzt wieder nichts, das heißt Kolumbien verschießt, England trifft und England ist Weltmeister, nee Quatsch, England ist eine Runde weiter. So ist es dann leider auch gekommen und ja, England hat gewonnen, ich werfe Kolumbien, es funktioniert gerade nicht so richtig mehr, habe ich das Gefühl. Es kommt immer irgendwie die Mannschaft weiter, wo ich es nicht unbedingt will. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Statistik war sehr ausgeglichen, 14 zu 16, nach brauche ich nicht sagen, war relativ ausgeglichen, bums auch Nikolaus. So, es ist alles ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber scheiß drauf, was soll's, man kann sich nicht aussuchen. Uruguay, Frankreich, Brasilien, Belgien, Schweden, England und Russland, Kroatien sind jetzt die Viertelfinalpartien. Wir reden erstmal über Uruguay, Frankreich. Also, ich möchte, oh, das ist, also es wird langsam wird's eklig, weil ich möchte nie wieder, dass Uruguay Weltmeister wird, noch dass Frankreich Weltmeister wird. Ich möchte nicht, dass Brasilien Weltmeister wird. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass Belgien Weltmeister wird. Eigentlich will ich auch nicht, dass Schweden Weltmeister wird. Und England darf sowieso nicht Weltmeister werden. Die einzigen, die eigentlich Weltmeister werden sollen, sind entweder Russland, aber die sind zu schwach. Oder Kroatien, die haben Möglichkeiten. So, also es wird wahrscheinlich wieder einen Weltmeister geben, den ich nicht unbedingt will. Aber ich sag mal so, die meisten Mannschaften, wo ich es auf gar keinen Fall will, die sind eigentlich schon raus. Die einzige Mannschaft, wo ich es überhaupt auf gar keinen Fall will, ist Brasilien. Oder meine Rangliste. Meine Rangliste von Mannschaften, die ich nicht als Weltmeister sehen möchte, ist an allererster Stelle Brasilien. Die dürfen auf gar keinen Fall Weltmeister werden. Dann Frankreich oder England. Frankreich oder England. Ich glaube Frankreich danach, wobei das echt ausgeglichen ist mit England. Also das ist ungefähr gleiches Level. Das heißt, danach kommt direkt England. Oder ich überlege gerade, ob ich sogar Uruguay noch weniger als Weltmeister sehen will, wegen Suarez. Ja, ich mache nochmal neu. Brasilien, dann soll Uruguay nicht werden, dann Frankreich, dann England, wobei Frankreich und England sehr dicht beieinander sind. Dann Belgien, wegen Running Gag. Dann Schweden. Dann Russland und dann Kroatien. Und wenn ihr wissen wollt, wen ich am liebsten als Weltmeister haben will, umgedrehte Reihenfolge. Gut, Uruguay, Frankreich. Also ich möchte hier, dass Uruguay rausfliegt, weil mir Frankreich lieber ist als Weltmeister als Uruguay. Ich denke auch, dass Frankreich die bessere Mannschaft ist und es trotzdem wieder ein kampfbetontes, knappes, enges Spiel wird. Das heißt, ja, auch hier kann es umgedreht ausgehen, aber ich bin für Frankreich. Knapper Sieg Frankreich, sage ich. Brasilien, Belgien. Hier bin ich für Belgien. Auf jeden Fall für Belgien, weil ich auf jeden Fall die mehr mag als Brasilien. Und normalerweise habe ich ja auch nichts dagegen, wenn Belgien Weltmeister wird, nur weil damit der Running Gag nicht kaputt geht. Und Belgien sehe ich eigentlich auch insgesamt als stärkere Mannschaft. Ich weiß, dass es auch viele gibt, die sagen, dass sie Brasilien stärker sehen als Belgien, aber ich sehe eigentlich schon Belgien stärker. Und ich hoffe auch, dass die gewinnen. Bitte, bitte, bitte. Weil wenn Brasilien gegen Belgien gewinnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Weltmeister werden, ziemlich groß, weil Belgien ist einfach nach oder mit Brasilien die beste Mannschaft im Turnier, würde ich sagen. Also das wird dann echt, boah, schwer, das Brasilien nicht mehr. Ach, wenn Brasilien nochmal Welt, auf schon wieder, nee, das darf nicht passieren. Aber es ist so oft passiert die letzten Jahre, dass immer genau die Mannschaft Weltmeister wurde, wo ich es nicht wollte. Spanien diese drei Male. Ich weiß nicht, wie ich es beim ersten Mal mir gedacht hatte, aber dann spätestens die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft, die sie dann gewonnen hatten, da hatte ich überhaupt keinen Bock auf Spanien. Dann lass mich nachdenken. Italien Weltmeister, das war noch schlimmer eigentlich fast, da hatte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Ja, das war es eigentlich, aber wie gesagt, es waren ein paar Meisterschaften und es hat immer, also war immer mein Gefühl, war immer bitte nicht die Mannschaft, und dann ist es die geworden. Deswegen, es wird wahrscheinlich passieren werden, weil es genau die Mannschaft ist, die ich einfach auf gar keinen Fall als Weltmeister sehen will. Fuck man. Ja, Schweden, England, Russland, Kroatien, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Aber bei Schweden, England will ich Schweden weiterkommen sehen und bei Russland, Kroatien, eigentlich Kroatien. Bei Russland, wenn die weiterkommen ins Halbfinale, oh mein Gott, nee, die sind so schlecht, sorry, wir sind weit genug gekommen. So, wie lange geht das Video? Noch nicht mal 10 Minuten, crazy. Und ich habe hier solche hässlichen Haare, die rausstehen, seht ihr die? Die gehen einfach nicht rein, diese Scheißdinger. Ah, will dann joggen gehen, verdammt, dann will ich nicht super hässlich aussehen. Was eigentlich immer total scheißegal ist, weil niemand achtet darauf, wie jemand die Haare hat, der einen einfach beijoggt, aber trotzdem. Ich bin ein bisschen eitel, was meine Haare angeht. So, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, wie habe ich denn getippt bis jetzt? Also, Tipprunde ist komplett durch, ne? Ist komplett durch. Wenn ich gestern noch das Glück gehabt hätte und irgendwie die Mannschaften für mich gespielt hätten, okay, ich war der Einzige, der auf Kolumbien im Übrigen getippt hat, das hätte ich auch nicht gedacht, das heißt, hätten die gewonnen, wäre nochmal, aber eigentlich, mir fehlen jetzt auf den ersten Platz 19 Punkte, also das ist komplett durch, und auf dem dritten Platz fehlen mir
12, also ja, ich komme wieder in die Top 3 und ich bin jetzt momentan Achter, ne? Ich bin Achter und selbst, also von 10, das heißt, ich bin Drittletzter. Ich bin Achter und selbst, also wir sind insgesamt 11, aber es gibt zwei fünfte Plätze. So, also wir sind, ich bin Achter und mir fehlen selbst auf den siebten Platz, selbst auf den siebten Platz fehlen mir schon 8 Punkte. Also das ist schon unglaublich. Und dann sind irgendwie alle ziemlich dicht beieinander. Also der siebte Platz, auf dem mir 8 Punkte fehlen, hat noch gute Chancen auf den dritten auf jeden Fall, weil das sind nur 4 Punkte, die ihm fehlen. Fuck, Mann, aber ich sag's ja, das ist einfach nicht meine Welt, Turniertippen. Das ist einfach nicht meine Welt. Was habe ich denn abgegeben für eine Punkte? Oh, ich habe noch gar nicht getippt, dann machen wir es direkt live. Also, Uruguay, Frankreich wird ein knappes Spiel. 1-0 Frankreich, 2-1 Frankreich. Na, ich denke mal 2-1. 2-1 sollte passen. Also 2-1 Frankreich. Brasilien, Belgien. Denke ich, wird auch ein knappes Spiel. Nämlich auch 2-1 Belgien. Ich weiß, dass es umgedreht ausgehen kann. Das Ding ist, es gibt nur noch so wenig Punkte zu vergeben. Selbst so Gegenteil- und Umgedreht-Tipps bringen mir gar nichts, weil die einzigen nicht so ausgeglichenen Spiele sind halt Schweden-England und Russland-Kroatien. Bei Uruguay, Frankreich, Brasilien, Belgien kann ich beide treffen. Und selbst bei Schweden-England ist es noch relativ nah. Russland-Kroatien, da sollte eigentlich Kroatien gewinnen, aber ja, es bringt Gegenteil-Tipps, bringen nicht. Schweden-England, da müsste ich jetzt zum Beispiel, da könnte ich jetzt auf Schweden tippen, aber wie gesagt, ich komme eh nicht mehr wirklich weit hoch. Ich tippe trotzdem auf Schweden, finde ich gerade cooler als auf England tippen. Ich gehe davon aus, dass England gewinnt, aber ich tippe trotzdem auf Schweden. 2-1 Schweden. Russland, Kroatien. Es wäre halt lustig, auf Russland zu tippen und dann der Einzige zu sein, der auf Russland getippt hat. Wobei mittlerweile glaube ich, dass es jetzt auch welche gibt, die schon auf Russland tippen, weil einfach das gegen Spanien war schon so lustig. Aber ich bin für Kroatien, ich bleibe bei Kroatien und ich sag auch, dass Russland eine Packung bekommt beim Rausfliegen. 3-0. 3-0 Kroatien. So, joggen, meine Freunde. Sport machen. So richtig Lust habe ich heute ehrlich gesagt nicht. Kommt irgendwie in letzter Zeit eigentlich selten vor, dass ich keine Lust auf Joggen habe, weil eigentlich habe ich fast immer Lust auf Joggen, zumal halt auch sehr gutes Wetter ist. Ich ziehe natürlich noch was anderes an. Ich gehe nicht mit langen Hosen joggen, ist zu warm draußen. Ja, die Sonne scheint, also eigentlich sehr schönes Joggingwetter. Wondershot. Ah, jetzt sehe ich wieder richtig beschissen aus, weil ich hier das Ding aufgemacht habe und jetzt ist natürlich das Licht wieder im Arsch hier im Zimmer. Das heißt, jetzt habe ich wieder fette Augenringe. Zauberei des Lichts, oder? Zauberei des Lichts. Ich habe es euch gesagt, das hat viel mit Licht zu tun. Also jetzt habe ich fette Augenschatten. Jetzt sehe ich wieder geil aus. Sehr schön. Aber ist egal. Stört mich nicht. Aber was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin so ein bisschen platt, glaube ich einfach, deswegen habe ich wenig Lust, aber sobald man losgejoggt ist, ist es dann weg. Also ich gehe trotzdem joggen, auch wenn ich keinen richtigen Bock habe. Deswegen ist es egal. Ich muss heute, glaube ich, noch einkaufen gehen. Und ich weiß gar nicht, warum ich das Video noch nicht beendet habe. Sinnlos. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss. Nächstes Video gibt es dann am Samstag oder Freitagabend.